Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Philipp Kinkmüller, ich bin hier mit meinem Kollegen Philipp Hopf und wir möchten heute über das Thema Australien-Lösung fürs CFD-Trading sprechen. Da sind wir jetzt von vielen Leuten darauf angesprochen worden, ob das denn jetzt wohl nicht mehr möglich wäre, dass man eben in Australien ein Handelskonto eröffnet. Dem können wir gleich mal vorneweg den Riegel vorschieben. Fakt ist, für uns ist das weiterhin ohne Probleme möglich, in Australien mit unserem Broker ein entsprechendes Handelskonto zu eröffnen. Fakt ist aber tatsächlich auf der anderen Seite, dass einige Broker diese Lösung noch nie angeboten haben, beziehungsweise eben aktuell dieses Angebot eingestellt haben und jetzt dort aktuell kein Onboarding-Prozess mehr möglich ist. Bei uns ist das eben, wie gesagt, nicht der Fall. Hintergrund ist, hier mehren sich die Gerüchte bzw. es gibt die Spekulation dahingehend, dass die australischen Aufsichtsbehörden eventuell unter dem Druck der ESMA hier einknicken könnten und sich ebenfalls eben dieser Regelung, dieser Margenreduzierung eben anschließen wollen. Da ist aber bislang wirklich eben eine reine Spekulation lediglich im Gange. Wir haben hier bis jetzt keine Fakten oder irgendeine Grundlage, dass da eine Entscheidung oder irgendetwas, eine Absichtserklärung der australischen Aufsichtsbehörden vorliegt. Das heißt, aktuell ist es im Endeffekt eine Spekulation ins Blaue hinein, ob das tatsächlich passieren wird. Und von daher ist da aktuell jetzt erstmal, sollte man sich da keine allzu großen Gedanken machen. Wir sind in jedem Fall schon mal auf diese Situation, sollte sie denn eintreten, definitiv bereits jetzt vorbereitet. Ja, im Endeffekt geht es darum, vielleicht nochmal ganz kurz da noch zwei Sätze dazu. Sollte das kommen, können Sie davon ausgehen, dass das nicht nur gerüchteweise die Runde macht, sondern in den Medien dann groß angekündigt wird, bedeutet dann, dass die ESMA so einen großen Druck auf die australischen Aufsichtsbehörden gesetzt haben, dass diese für europäische Kunden in Zukunft die Margen auf das gleiche Level anhebt, wie sie jetzt aktuell in Europa sind. Bedeutet, dass das Spielfeld in der Margenhöhe wieder genau gleich ist und sie den Vorteil, den sie bisher in Australien hatten, nicht mehr haben. Ja, die Lösung dafür haben wir bereits in der Tasche, weil wir uns beim letzten Mal gesagt haben, es passiert uns nicht nochmal, dass wir uns von der Behördenseite überraschen lassen und in unserem Handelsspielraum begrenzt werden. Diese Lösung halte ich jetzt für nochmal deutlich besser als die Australien-Lösung, da sie aus den USA kommt, heißt, dass die Hierarchien der Länder so geregelt sind, dass die deutschen Behörden dort überhaupt gar keine Ansprüche stellen können. Wir merken das ja auch auf der politischen Bühne, dort werden die Ansprüche umgekehrt gestellt, aber keine europäische Aufsichtsbehörde wird den Amerikanern irgendwas vorschreiben können. Vielleicht ein paar Worte zu der dann leitenden Bank, Philipp. Ja gut, also der Custodian hier, also die Verwahrstelle, die Verwahrbank in dieser Lösung wird JP Morgan sein. Ja, können wir festhalten, die größte Bank der Welt. Ich denke mal, denen irgendetwas vorzuschreiben oder in irgendeiner Weise die hier aus diesem Geschäft rauszudrängen, wird ein ziemliches Ding der Unmöglichkeit sein. Zumal man natürlich damit auch nochmal sieht, in welchen Dimensionen wir uns hier bewegen, ja, und auf welchen Nachdruck dann so etwas eben auch hat. Denn man kann sich sicher sein, die sind eben in keinem Geschäftsfeld unterwegs, wo man in irgendeiner Form denke ich mal, Sorgen darüber machen müsste, dass diese Bank ausfällt. Ich glaube, wenn diese Bank ausfallen sollte jemals, dann brauchen wir uns mehr Gedanken darüber machen, ob nicht vielleicht das Ende der Menschheit eingesetzt hat, als das, ob wir in Zukunft noch in der Lage sein werden, mit attraktiven Margins im CFD-Bereich zu handeln. Genau, das heißt also, sollte, und hier liegt die Betonung auf sollte, es der Fall sein, dass die australischen Behörden einknicken, haben wir bereits eine Lösung in der Schublade liegen. Bedeutet, diese kann innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden. Bedeutet, wir reden hier nicht davon, dass ein Wechsel des Brokers vonnöten ist, sondern das kann innerhalb des Brokers angewandt werden, braucht vielleicht 3 Tage, schon machen sie genauso weiter wie davor, zu den gleichen Margensätzen, wie wir sie in Australien haben, mit dem Unterschied, dass die Bank nochmal eine größere ist und die Sicherheit dadurch gegeben, dass die europäischen Behörden auf diese Bank keinen Einfluss haben, um in Zukunft auch dort in irgendeiner Weise die Margen zu beeinflussen. Ja, also man kann sich es im Endeffekt so vorstellen, wir haben jetzt quasi ein Notstromaggregat im Keller stehen. Sollte der Tag jetzt tatsächlich kommen, dass diese Australien-Lösung obsolet wird, dann werden wir einfach den
Starter ziehen, werden dieses Notstromaggregat anschmeißen und werden einfach binnen weniger Tage so weitermachen wie bisher auch. Und ja, entsprechend dessen fühlen wir uns da auch sehr, sehr gut vorbereitet. Wir machen uns da jetzt aktuell auch keine Sorgen drum, falls denn diese Australien-Geschichte überhaupt kommt, die Australier tatsächlich einkriegen sollten, was auch durchaus noch fraglich ist. Ja. Aber man muss sich eben darauf vorbereiten und abschließend kann man natürlich noch sagen, diese Lösung, die wir jetzt haben, das wäre dann definitiv auch eine endgültige Lösung, weil wir dann davon ausgehen, dass danach dann müsste der nächste Schritt ein weltweites Verbot des CFD-Handels werden. Davon gehen wir aktuell definitiv nicht aus, dass es dazu kommen wird. Genau. Bedeutet zusammengefasst einfach, aktuell ist da außer irgendwelchen Gerüchten, auf die Sie rein gar nichts gehen können, nichts weiter am Markt. Der Handel findet genauso weiter statt. Für uns ändert sich aktuell gar nichts. Sollte das der Fall sein, können Sie davon ausgehen, wir sind gesichert. Das heißt, Sie auch. Wir werden dann die Informationen, wenn es soweit ist, sofort weitergeben. Die Möglichkeit, das dann zeitnah vor einer Margin-Anhebung in Australien umzuwandeln, bis das nicht in irgendeiner Weise was Festes offiziell verkündet wurde, läuft es ganz normal so weiter wie bisher auch. Und es verändert sich an unserem Handel rein gar nichts. Ja, das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen dazu. Wenn es da irgendwelche Fragen geben sollte, weiterführen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter info@hkcmanagement.de. Danke sehr. Dankeschön.